Jeder Mensch hat Muskeln. Ohne sie können wir uns nicht bewegen. Die sogenannte Skelettmuskulatur ist zuständig für die willentlichen und aktiven Körperbewegungen, wie zum Beispiel die Bewegung von Armen und Beinen, aber auch für die Atmung. Hier sehen wir, wie sich ein Muskel zusammenzieht. Das nennt man Kontraktion. Aber warum zieht er sich zusammen? Was passiert im Inneren des Muskels? In jeder Muskelzelle gibt es eine Vielzahl von kleinen Bausteinen, Aktin und Myosin. Wenn diese sogenannten Filamente alle gleichzeitig ineinander gleiten, zieht sich der Muskel zusammen. Aber warum gleiten sie ineinander? Was löst die Muskelkontraktion aus? Es ist das Calcium, das sich an die Filamente lagert und damit die Gleitbewegungen von Aktin und Myosin auslöst. Ist der Muskel entspannt, befindet sich das Calcium in einer Tasche in der Muskelfaser. Diese Tasche heißt Reticulum. So sieht eine typische Muskelfaser aus, mit dem Reticulum, den regelmäßig angeordneten Aktin-Myosin-Einheiten und den Zellkernen. In den Zellkernen befindet sich der Bauplan des Muskels, die DNA. Wie wir gelernt haben, ist die Skelettmuskulatur für die willentlichen Bewegungen zuständig. Das Gehirn muss also einen Befehl zur Muskelkontraktion geben. Dieser Befehl wird über die Nerven zum Muskel geleitet. Aber wie kommt das Signal zum Calciumspeicher, dem Reticulum? Dazu gibt es im Muskel tiefe Einbuchtungen, die sogenannten T-Tubuli. Diese T-Tubuli sind nah am Reticulum und deshalb kann das Signal direkt überspringen. Das Calcium verlässt das Reticulum und löst die Muskelkontraktion aus. Was aber passiert bei zentronukleärer Myopathie? Um das zu verstehen, sehen wir uns die Muskelfaser nochmals genauer an. Wie bei einem Haus hat auch jede Zelle einen Bauplan. Dieser befindet sich als DNA in den Zellkernen. Nur mit dem richtigen Plan kann das Haus auch richtig gebaut werden. Wenn der Plan aber einen Fehler enthält, dann findet sich der Fehler auch im Haus. Und genau das passiert bei der zentronukleären Myopathie. Die DNA enthält einen Fehler im Bauplan für den Muskel. Der Muskel von ZNM-Patienten ist deshalb desorganisiert. Die T-Tubuli sind falsch ausgerichtet, die Zellkerne sind zentral, die Aktin-Myosin-Einheiten sind unregelmäßig angeordnet und die Muskelfasern sind insgesamt viel schmaler. Warum genau dieser Konstruktionsfehler die Muskel von MTM1-Patienten schwächt, ist noch nicht abschließend geklärt. Das ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Bisher weiß man, dass bei myotubulärer Myopathie zum Beispiel die Organisation der Zellstruktur, die kontrollierte Auslösung der Muskelkontraktion, das Recycling innerhalb der Zellen und die Zellteilung bestimmter Muskelzellen beeinträchtigt sind. Das sind alles Ansätze für Therapien, an denen die Forscher gerade arbeiten.